Alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher als die anderen. George Orwell war ein englischer Schriftsteller, Essayist und Journalist. Von 1921 bis 1927 war er Beamter der britischen Kolonialpolizei in Birma. 1936 nahm er auf republikanischer Seite am Spanischen Bürgerkrieg teil. Wer sich Perfektion vorzustellen versucht, offenbart einfach seine eigene Leere. Die Menschheit hat die Wahl zwischen Freiheit und Glück, und für die große Mehrheit der Menschheit ist Glück besser. Macht besteht darin, den menschlichen Geist in Stücke zu reißen und ihn in neuen Formen ihre Wahl wieder zusammenzufügen. Auf lange Sicht war daher eine hierarchisch geordnete Gesellschaft nur auf einer Grundlage von Armut und Unbildung möglich. Falls Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen. Wenn man bedenkt, wie sich die Dinge seit etwa 1930 entwickelt haben, fällt es einem schwer, an das Überleben der Zivilisation zu glauben. Es gibt Situationen, in denen es sich lohnt, zu kämpfen und geschlagen zu werden, als überhaupt nicht zu kämpfen. Der effektivste Weg, Menschen zu zerstören, besteht darin, ihr eigenes Verständnis ihrer Geschichte zu leugnen und auszulöschen. Wenn Sie ein Bild von der Zukunft haben wollen, so stellen Sie sich einen Stiefel vor, der auf ein Gesicht tritt. Unaufhörlich. Hier stimmt etwas nicht mit einem Regime, das alle paar Jahre eine Pyramide von Leichen benötigt. Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass 2 und 2 gleich 4 ist. Sobald das gewährleistet ist, ergibt sich alles andere von selbst. Menschen mit leeren Bäuchen verzweifeln nicht am Universum, ja, sie denken nicht einmal daran. Die Folgen jeder Handlung sind schon in der Handlung selbst beschlossen. Bis sie sich bewusst geworden sind, werden sie niemals rebellieren, und bis sie rebelliert haben, können sie sich nicht bewusst werden. Es ist uns unerträglich, dass irgendwo auf der Welt ein irriger Gedanke existiert, wie geheim und kraftlos er auch sein mag. Um die Lügen der Gegenwart durchzusetzen, ist es notwendig, die Wahrheiten der Vergangenheit auszulöschen. Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Mit fast tödlicher Sicherheit bewegen wir uns auf ein Zeitalter totalitärer Diktaturen zu. Journalismus druckt, was andere nicht gedruckt haben wollen, alles andere ist Öffentlichkeitsarbeit. Man hat gewöhnlich nicht zwischen Gut und Böse, sondern zwischen zwei Übeln zu wählen. Alle Schriftsteller sind eitel, egoistisch und faul, und das wahre Motiv für ihre Arbeit bleibt rätselhaft. Wenn du jemanden geliebt hast, hast du ihn geliebt, und wenn du nichts anderes zu geben hattest, hast du ihm immer noch Liebe geschenkt. Jede Generation stellt sich vor, intelligenter zu sein als die, die davor war, und weiser als die, die danach kommt. Geständnis ist kein Verrat. Was sie sagen oder tun, spielt keine Rolle. Nur Gefühle sind wichtig. Wenn sie mich dazu bringen könnten, dich nicht mehr zu lieben, wäre das der wahre Verrat. Eine Ideologie annehmen heißt immer ihr Erbe an ungelösten Widersprüchen übernehmen. Wenn das Denken die Sprache korrumpiert, korrumpiert die Sprache auch das Denken. Das Doppeldenken bedeutet die Kraft, zwei widersprüchliche Überzeugungen gleichzeitig im Kopf zu behalten und beide zu akzeptieren.
Überall auf der Welt haben sich totalitäre Ideen in den Köpfen der Intellektuellen festgesetzt, und ich habe versucht, diese Ideen logisch zu Ende zu denken. Er fuhr mit seinen Gedanken in den Abgrund, wo Gedichte geschrieben werden.